Liebe Freunde, in dieser Nacht ist Zeitumstellung. Um 3 Uhr sollen wir die Uhren um eine Stunde zurücksetzen, von 3 auf 2 Uhr. Wir haben also eine Stunde mehr, manch einer sagt, zum Schlafen. Ich schlage vor, wir nutzen diese eine Stunde mehr zum Zeitumstellen, dass wir uns umstellen in dieser Zeit. Und dass wir aus dem Denken, dass wir von Corona ganz und gar gefangen und festgehalten sind, rauskommen. Und dass wir aus der Situation von Angst und Unsicherheit, die uns gefangen nimmt, innerlich befreien. Und dass wir stattdessen was anderes, Vernünftiges machen. Nämlich das, was eigentlich jetzt in dieser Stunde geboten ist, in dieser neuen Zeit geboten ist, auf die wir uns neu einstellen und umstellen müssen. Nämlich Solidarität zu üben miteinander und Verantwortung zu übernehmen, damit diese Pandemie nicht noch größer wird und damit wir sie miteinander in unserer Gesellschaft bestehen können. Zeitumstellung. Das meint, dass wir uns umstellen und immer wieder neu denken, was ist jetzt an der Zeit, was ist jetzt dran? Diese Zeit, die jetzt bevorsteht, dafür zu nutzen, das ist eine echte Chance. Nebenbei bemerkt, der heilige Augustinus hat auf philosophische Art und Weise eigentlich ganz schön erklärt in seinen Confessiones, in seinen Bekenntnissen, dass nur wir die Zeit aufteilen in gestern, heute und morgen, dass aber die Zeit eigentlich in Gottes Perspektive immer nur die Ewigkeit ist und dass es dieses gestern, heute und morgen eigentlich nicht gibt, sondern wir jeden Augenblick der Zeit begreifen sollen als einen, der von Gottes Gegenwart erfüllt ist. Und vielleicht gelingt das ja auch im Miteinander in den nächsten Tagen, den Blick dafür zu gewinnen, dass Gott da ist, gegenwärtig ist, auch in den herausfordernden Zeiten. In diesem Sinne wünsche ich eine gute Zeit und einen gesegneten Sonntag.